Hallo da draußen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, das sind die ersten Worte, die ich immer sage, wenn ich gerade aufstehe. Wir haben etwas vergessen am Vortag. Wir müssen noch kurz etwas regeln mit jemandem. Ihr erinnert euch doch noch an Rengaru, der eine Dieb, der den Händler Dingsbums überfallen hatte und den wir dann gestellt hatten. Nun, gestellt haben wir und der steht auch immer noch. Und das ist nicht so gedacht. Führen wir das Gespräch mal weiter. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr. Lass mich laufen, Mann. Na gut. Zieh Leine und lass dich hier nicht mehr blicken. Das wirst du nicht bereuen. Danke, Mann. So, meine Freunde. Jetzt gehen wir zu Nagur. Das ist der Dieb, für den wir den Auftrag mit Baltrams Paket gemacht haben, das wir zu Akil, dem Bauern, brachten und sagen dem, dass seine Sache erledigt wurde. Ja, den ganzen Tag arbeite ich. Das ist unglaublich. Bist du die Ware losgeworden? Ja, aber für weniger, als ich gedacht habe. Ich habe nur 300 Goldstücke bekommen. Davon geht noch ein Teil an meine Auftraggeber. Und Cardiff bekommt seinen üblichen Teil, plus das Gold für deine Vermittlung. Bleiben insgesamt noch 240 Goldstücke, die teilen wir, wie wir abgemacht haben. Hier ist dein Anteil. Du hast gute Arbeit geleistet. Das habe ich mal so an meine Auftraggeber weitergegeben. Danke. Was allerdings daraus wird, liegt nicht in meiner Hand. Sag mal, Nagur, wer ist das denn? Wer sind deine Auftraggeber? Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich dir das erzähle, oder? Ja, hätte ja sein können. Hey du, komm mal rüber. Ich hab da was für dich. Oh. Hier war so ein Kerl, der unbedingt mit dir quatschen wollte. Aber da du nicht da warst, hat er mir gesagt, ich soll dir was ausrichten. Er will sich mit dir treffen. Hinter Halvors Fischladen. Diese Information ist umsonst. Aber das ist nur eine Ausnahme, klar? Für alles Weitere musst du zahlen. Wie sah der Kerl aus? Das könnte ich dir schon sagen, aber dafür musst du zahlen, mein Freund. Bin mir nicht sicher, ob ich zahlen möchte, aber jemand wartet auf uns hinter Halvors Fischladen. Hört sich gefährlich an, hoffen wir mal, dass da... Ja, ich weiß, geht ja. Alles geht, alles funktioniert. Auch Rengaru steht nicht mehr, sondern geht jetzt endlich wieder. Hallo Halvor, ich laufe über deine Fische. Und hier hinter seinem Laden soll jetzt jemand auf uns warten. What the fuck? Ah, endlich. Ich habe auf dich gewartet, Fremder. Wer bist du und was willst du von mir? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist das, was du getan hast. Du hast dich loyal verhalten, auch wenn dir das jetzt nicht bewusst ist. Durch deine Loyalität sind einige Gönner auf dich aufmerksam geworden. Und sie bieten dir eine Chance, also nutze sie. Hey, sag mir doch einfach, warum du hier bist. Ich habe ein Geschenk für dich. Alles Weitere liegt an dir, Fremder. Warte mal. Moment mal kurz. Wer bist du? Attila werde ich genannt. Aber ist es wichtig, wie ich heiße? Unsere Namen sind bedeutungslos. Das solltest du am besten wissen, Fremder. Strange, dieser Typ. Richtig, richtig strange. Was kochst du da? Eine Fischsuppe. Sie ist nicht besonders würzig, aber wenigstens heiß. Du kannst gerne einen Teller probieren. Attila scheint auch gerne Fischsuppe zu essen. Kannst du mir eine Suppe kochen? Ich koche für alle Leute. Auch für dich, wenn du willst. Du musst mir nur einen Fisch bringen. Ja, genau. Bei ihr bekommt ihr kostenlose Fischsuppen für Fische. Was kannst du mir über die Stadt sagen? Die meisten Bürger der Stadt haben Angst vor Dieben. Deshalb ist es keine gute Idee, fremde Häuser zu betreten. Aber wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, kannst du gerne in meiner Hütte schlafen. Ich habe noch ein Bett frei. Hast du keine Angst vor Dieben? Das einzig Wertvolle, was ich je besaß, ist mir schon genommen worden. Meine Innos-Statue wurde mir gestohlen. Innos-Statue? Strange. Okay, wir haben jetzt von Attila etwas bekommen, und zwar diesen
Wo ist er? Hallo? Verrosteter Schlüssel. Meersalz hat diesen Schlüssel zerfressen. Meersalz. Wir sind hier im Hafen und das Meer ist nicht sehr weit weg von uns, nicht sehr weit entfernt. Und Meersalz hat diesen Schlüssel zerfressen. Dann würde ich sagen, ist die Tür für diesen Schlüssel. Doch vermutlich in der Nähe der Kantine im Ratshaus. Nein, in der Nähe des Meeres. Und da schauen wir jetzt einfach mal nach. Kann ja nicht schaden. Einfach mal Augen offen halten. Und just als ich zufällig... Das ist so bitter. Als ich zufällig am Rand hier runter gucken wollte, fiel ich. Oh nein! Oh weh! Zum Glück kann ich schwimmen. Oh, Moment mal. Was ist das denn? Eine Tür. Oh, der Schlüssel passt. Ja, Leute. Wir sind hier in der Kanalisation von Corinnes. Neben einigen Brocken Scheiße findet man hier nicht nur eine rostige Axt und sicherlich auch mehr als diese Riesenratten. Oh Gott, das sind zu viele. Bogen. Tu was Gutes für mich. Das sind gar nicht so viele. Die letzte sollte ich problemlos allein hinkriegen. Zack, da hat es dich schon in zwei gerissen. Und so sah Marco zu seiner Rechten und zur Linken eine halbe Riesenratte niedersinken. Das war nicht geklaut. Und vor allem hat diese Folge auch nichts mit Clowns zu tun. Verdammte Clowns. Es fällt ihnen ein. Ich würde sagen, wir greifen mal zur Fackel, denn hier wird es gerade ein bisschen dunkel. Truhen. Sollen wir einen Blick reinwerfen? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Können wir aber nicht. Scheiße. Stimmt, wir müssen Schlösserknacken noch lernen. Und eine Belia-Statue. Eben solche fand sich auch bei Xardas Turm und Belia-Statuen. Belia ist einer der drei Götter im Gothic-Universum. Genau, ja, man könnte sagen, der böse Gott. Der Gott des Chaos. Direkt gegenüber steht ihm Innos, der Gott der Ordnung und des Lichts und des Feuers und nicht all so dieses schöne Zeug. Hier hatten wir es mal wieder zu tun mit einer der vielen kannibalistischen Riesenratten, die Corinnes unsicher machen. Zumindest Corinnes Rattenbesitzer. Und Corinnes hat keine Rattenbesitzer, deshalb macht nichts von dem, was ich soeben gesagt habe, Sinn. Herzlichen Glückwunsch. Aber warum zur Hölle hat Attila uns einen Schlüssel für die Kanalisation gegeben? Sind hier die Hunnen? Nun, meine Freunde, nicht ganz, aber etwas ganz Ähnliches. Diese Tür bleibt übrigens erstmal verschlossen. Hey, Kumpel, wer bist du? Hey, was machst du hier unten? Du hast hier nichts zu suchen. Also, raus mit der Sprache. Was willst du hier? Naja... Attila hat mir einen Schlüssel gegeben. Deshalb bin ich hier. Also, was wollt ihr von mir? Willst du wohl wissen, was? Immer ruhig bleiben. Geh mal zu Cassia, wirst schon erwartet. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dieser verheißungsvollen, unbekannten Cassia. Ich bin im falschen Zimmer. Ah, nee, doch. Hier, hallo. Hey. Wie ich sehe, hast du unser Geschenk bekommen. Ich bin Cassia. Okay, Cassia. Dann erzähl mir mal, warum ich hier bin. Wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du das Vertrauen einiger Freunde gewonnen hast. Und wir wollen dir eine Chance bieten. Du kannst uns beitreten. Beitreten? Wer seid ihr? Erzähl mir mehr von euch. Die Leute in der Stadt sind ziemlich nervös wegen uns. Aber niemand kennt unser Versteck. Die paar Leute, die überhaupt wissen, dass es die Kanalisation gibt, denken, sie wäre geschlossen und für niemanden zugänglich. Und solange sie uns nicht finden, können wir ungestört arbeiten. Arbeiten also. Was weißt du über die verschwundenen Leute? Warum interessiert dich das? Ich will herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Wenn du aus der Kanalisation kommst, schwimm ein Stück weit rechts runter an der Küste entlang. Dort wirst du deine Antworten finden. Okay.
Was habe ich davon, wenn ich euch beitrete? Du kannst bei uns spezielle Fertigkeiten lernen. Fertigkeiten, die dir ein Leben in Reichtum ermöglichen. Aber ich muss mich dann nicht hier unten verstecken, oder? Nein. Du musst dich nur an unsere Regeln halten. Das ist alles. Und das sind? Was sind eure Regeln? Die erste Regel lautet, du verlierst kein Wort über uns. Zu niemandem. Niemals. Zweitens, lass dich nicht erwischen. Drittens, wenn du hier unten deine Waffe ziehst und jemanden angreifst, bringen wir dich um. Und die vierte und letzte Regel ist, wer uns beitritt, muss sich beweisen. Ja, Leute, wir kriegen die einmalige Chance, der Diebesgilde beizutreten, die Corin es unsicher macht. Was passiert, wenn ich erwischt werde? Lass dich einfach nicht erwischen, okay? Ach, na gut. Wie muss ich mich beweisen? Willst du uns nun beitreten oder nicht? Und wenn ich euch nicht beitrete? Du verpasst eine einmalige Chance, aber du kannst gehen. Und lass dir nicht einfallen, uns zu verraten. Du würdest es bitter bereuen. Ich bin dabei. Okay, ich bin dabei. Du hast klug entschieden. Wenn du dich beweisen kannst, werden wir dich in unsere Reihen aufnehmen. Es steht dir natürlich frei, schon jetzt die Fertigkeiten der Diebe zu lernen. Du wirst sie brauchen. Und was soll ich tun? Wie muss ich mich beweisen? Dieser störrische alte Alchemist, Constantino, besitzt einen schönen Ring. Den kennen wir. Aber er braucht ihn gar nicht. Ich will, dass er meine Hand ziert. Was kann ich bei euch lernen? Jesper ist der Meister der Lautlosigkeit. Er wird dir zeigen, wie du dich ohne ein Geräusch bewegen kannst. Ramirez ist ein begnadeter Einbrecher. Kein Schloss kann seinen Dietrichen widerstehen. Und ich kann dich im Taschendiebstahl unterweisen. Außerdem werde ich dir helfen, geschickter zu werden. Denn die Geschicklichkeit ist der Schlüssel zu deinen Fertigkeiten. Kannst du mich unterrichten? Klar, kein Problem. Ja, Leute, Taschendiebstahl. Wer mein Gothic 1 Let's Play gesehen hat, wird wissen, wie nutzlos Taschendiebstahl dort war in, ich sag mal, 99% aller Situationen. Taschendiebstahl in Gothic 2 ist was vollkommen anderes. Sobald ihr auch nur ein bisschen Punkte in Geschicklichkeit investiert, lohnt es sich. Zeig mir den Taschendiebstahl. Wenn du jemandem die Taschen ausleeren willst, lenke ihn ab. Quatsch ihn einfach an, sprich mit ihm. Beim Gespräch guckst du ihn dir an. Achte auf ausgebeulte Taschen, Schmuck oder Lederschnüre am Hals. Und achte vor allem darauf, wie aufmerksam der Kerl ist. Einem betrunkenen Tagelöhner auszurauben ist was anderes als einen wachsamen Händler, klar? Wenn du dich natürlich ungeschickt anstellst, krieg das mit. Also immer ruhig bleiben. Na gut, dann werden wir das mal tun. So, wir können Taschendiebstahl. Was wir jetzt noch lernen... Hey, du! Kannst du mir was beibringen? Klar, dir zeige ich das Schleichen sogar umsonst. Aber für Lernpunkte und... Obwohl. Moment mal, sag mal, wie viele Lernpunkte habe ich? 10, das ist nicht so gut. Hey. Aber was eigentlich mit Bossbass Bogen, meine freundlichen Mitglieder der Diebesgilde? Sag mal, weißt du was über Bossbass Bogen? Du meinst den Bogen vom Burgner? Ja, den habe ich irgendwo vorne in eine Truhe gepackt. Aber da wuseln jetzt Ratten rum. Kannst ihn dir ja holen, wenn dich die Viecher nicht stören. Ach so, natürlich ist die Truhe verschlossen. Du musst sie schon aufknacken. Hoffentlich hast du noch Dietriche. Ja, das hoffe ich. So, wir werden Schleichen jetzt ein bisschen verschieben. Ist eine Fähigkeit, die sich... schon lohnt. Nur momentan ist sie nicht so wichtig. Ramirez. Du bist also dabei. Gut, dann viel Erfolg und immer schön vorsichtig sein. Ach, und noch was. Mir ist egal, wer du da oben bist oder mit wem du da zusammenarbeitest. Hier unten bist du nur einer von uns. Ein Dieb, nicht mehr und nicht weniger. Okay. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du Schlösser knackst. Das kostet dich lediglich 150 Goldstücke. Okay, ich bezahle. Hier ist das Gold. Gut, ich stehe zu deiner Verfügung. Alles klar, dann zeig mal. Zeig mir, wie ich ein Schloss knacke. Schlösser knacken ist die hohe Kunst der Diebe. Du brauchst eine Menge Fingerspitzengefühl und Intuition und ein paar gute Dietriche.
Allerdings sind manche Truhen mit speziellen Schlössern versehen, die sich nur mit dem passenden Schlüssel öffnen lassen. Wenn du also vor dem Schloss kniest, dann drehe deinen Dietrich nach links oder rechts. Wenn du ihn zu stark oder zu schnell bewegst, dann wird er dir abbrechen. Aber je geschickter du wirst, desto leichter wird dir der Umgang mit deinem Werkzeug von der Hand gehen. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Lernpunkte das gekostet hat. 10. Ja, okay. Aber es lohnt sich. Meine Freunde, es lohnt sich auf Dauer sicherlich sehr. All die verschlossenen Truhen. Wie viele Dietriche habe ich eigentlich dabei? Mindestens 3. Die habe ich aus einem Fisch bekommen. Wo sind meine Dietriche? Das ist sehr schade gerade. Ich habe doch 5. 5 Dietriche. Wir probieren's. Schlösserknacken in Gothic 2 läuft genauso wie in Gothic 1 damals. Rechts, rechts. Na fuck. Rechts, rechts, rechts. Rechts, 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 links, links, rechts. Okay, danke. 50 Goldstücke hat mir das Ganze gebracht. Davon kann ich mir ja neue Dietriche kaufen. Im Wert der Dietriche, die ich gerade verloren habe. Fuck. No. Links, links. Na. No. Okay, wir haben keine Dietriche mehr. Hör mal, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Du steckst unser Gold ein, du versuchst uns zu beklauen? Jetzt reg dich mal nicht wegen der paar Münzen auf. Ich meine, das bisschen Zeug hier ist eure gesamte Beute? Das ist alles, was die Diebesgilde von Korinnes zu bieten hat? Wer sagt denn, dass unsere Beute hier unten lagert? Hätte mich auch sehr gewundert. Also, wo habt ihr eure Schätze versteckt? An einem sehr sicheren Ort. Verstehe. Okay, du kannst das Gold behalten. Aber ich behalte dich im Auge. Also, treib es nicht zu weit. Okay. Ich liebe es. Ein weiterer der Dialoge, die ich glaube, nach 10 Jahren Spielzeit das erste Mal gehört habe irgendwie. Und der mich dann sehr, sehr gewundert hat, im positiven Sinne. Es ist aber auch schon ironisch, ne? Du wirst von der Diebesgilde aufgenommen und das Erste, was du tust, ist ihnen ihr Zeug klauen mit den Fähigkeiten, die sie dir gegeben haben. Naja, wir haben eine Aufnahmequest zu erledigen. Wir müssen von Constantino, dem Alchemisten oben in der Stadt, einen Ring... Oh mein Gott, ich bin tot. Ich will nicht, dass das mein erster Tod wird. Das ist nicht euer Ernst, Ratilines. Ratilines, hört auf, solche Witze zu machen. Die sind nicht witzig. Ja, wir brauchen neue Dietriche. Vorher können wir hier unten nichts mehr erzielen. Ach so, ja, wir sollen jetzt von Constantino einen Ring klauen. Und die Sache ist, wenn wir diese Aufgabe nicht so schnell wie möglich erledigen, hat das auch wirklich Konsequenzen. Um genau zu sein, das nächste Mal, wenn wir hier unten sind, werden wir abgeschlachtet. Möchte ich nicht unbedingt, ja? Ich habe Schöneres im Leben vor. Insofern werden wir diese Aufgabe mal pflichtbewusst erledigen. Doch vorher werden wir uns pflichtbewusst ein bisschen hinlegen, denn es ist natürlich eine dumme Idee, tagsüber zu Constantino zu rennen und ihn auszurauben. Also legen wir uns wieder in den Puff und warten dort, bis es Nacht wird. Schlafen praktisch mal wieder allein im Bett im Puff. Sowas krieg auch nur ich hin. Er sollte lieber den Mund halten. Ja, so sollte ich vielleicht wirklich. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ja, aber ich sag's heute auch. Bis Mitternacht. Darkwing Duck. Nee, das ist kein Dieb. Ach, egal. Hallo, Halvor. Gut. Auf zu Monsieur Constantino. Ich kann mir vorstellen, dass es für euch gerade ein bisschen dunkel ist. Ja, ich habe auch einiges gehört hier. Die Hintergrundmusik und Gespräche und die Fliege, die dauernd um mein Mikrofon surrt. Sag mal, habe ich so einen schlimmen Mundgeruch? Ich höre auch einiges. So, Sache mit Constantino ist jetzt, fällt mir jetzt erst auf. Ich habe ja gar nicht schleichen gelernt. Aber das müssen wir zum Glück auch gar nicht unbedingt.
Wir kommen nämlich durch Hüpfen zur Truhe. Doch nicht ganz. Was ist los? Nun, tschüss. Ich glaube da nicht dran. Leg dich wieder schlafen. Versuch Nummer 2. Ich habe so einiges gehört. Ich glaube nicht, dass das alles ist. Komm schon, Konstantino, leg dich pennen. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Ja, mir kannst du, warum er sich so aufregt. Komm schon. Er sollte lieber den Mund halten. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Was? Fuck. Habe ich schon erwähnt, dass wir unter Zeitdruck leiden. Aber ja, ich werde jetzt mal versuchen, Kontakt aufzunehmen mit Torben, denn wer verkauft uns Dietriche? Hey, du. Verdammt, was ist los? Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe? Das Ironische ist ja, er denkt, wir kaufen die zu ehrlichen Zwecken und die Wahrheit sieht leicht anders aus, also ein ehrlicher Swag. Honest Swag, Dude. Sieht ein bisschen anders aus, aber naja. So, wir haben Dietriche. Diesmal schaffe ich's. Was ich hier mache, ist streng genommen Bug-Using. Aber kommt schon. Einmal ist es nicht schlimm. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts. Hä? Ist das der Ring, den wir suchen, oder hat er den an? Er hat ihn nicht an, wir können nämlich keinen Taschendiebstahl machen. Hat er kein Regal? Ich habe im Kopf, dass er ein Regal hätte, aber naja. So Leute, ich hoffe mal, das ist der Ring, den wir suchen sollten. Und wir haben Konstantinos Ring. Schnellstmöglich zur Diebesgilde bringen. Vorher habe ich aber noch was anderes zu tun. Übrigens bezüglich Bug-Using. Ja, wenn man so hüpft und nicht normal geht, zählt das wie Schleichen. Deshalb war der Einbruch da gerade ein bisschen unfair, aber ich denke mal, die nimmt mir das nicht böse. Dieses eine Mal zumindest. Hey, Valentino. Hab übrigens noch was vor. Denn, ihr wisst, der Vergessenszauber, wir sollten jemanden verprügeln. Und ich weiß jetzt nicht, ob Coagons Taverne zum Hafen zählt. Ich hoffe es einfach mal. Steck die Waffe weg. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, er kann schon besser mit seiner Waffe umgehen. Das muss man an der Stelle einfach mal ihm lassen. Das hat er sich auch redlich verdient. Das ist das Einzige, was er sich in seinem ganzen Leben verdient hat. Und selbst das bringt... Oh Gott! Bringt ihm hoffentlich nicht. Steck die Waffe weg. Kluges Kerl. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Truhenschlüssel von Valentino und ein bisschen Gold. So, den Penner haben wir verprügelt. Jetzt muss ich den Vergessenszauber auf ihn anwenden, wenn er aufwacht. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass hier zählt zum Hafen und den Leuten ist das egal. Oh Mann, mein Kopf. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Hallo. Hast du mir noch was zu sagen? Lass mich in Ruhe. Hey Regis, sag mal, wie geht's dir? Lass mich in Ruhe, du brutaler Mist. Warte bis Lot... Ja, ich wusste es.